Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Prison Architect mit mir, mit dem Björnsen 1 und unserem richtig geilen Knast hier. Also er wächst, er wird und diese Großraumzellen, die sind auch sehr gut. Ich würde auch ganz gerne hier mal eine Wache abstellen. Und nein, ich wollte erstmal was anfangen. Ich wollte erstmal forschen. Gesundheit. Wir haben auf jeden Fall Gesundheit freigeschaltet. So, Patrouillen. Schmuggel. Du trainierst deine Wachen, damit ihnen Schmuggelware besser auffällt. Schalte den Angebot- und Nachfragebereich frei und eine Übersicht über Räume, in denen Ware gestohlen werden kann. Zudem werden die Routen der konfiszierten Gegenstände angezeigt. Sehr gut. Und die Stationierung. Auch gut. Brauchen wir. Und jetzt werden wir erstmal bauen. Also ich würde hier noch einen zweiten Zellenblock anbringen. Definitiv. Dafür müssen wir einmal kurz im Bereich der Fundamente hier ein bisschen planieren. So, bitte einmal alles weg. So, dann bauen wir hier neben einen neuen Zellenblock. Und der sollte groß werden. Und zwar 1, 2, 3. 3 würde ich freilassen, dann können wir nicht dazwischen. Was war da? Verletzt, ach du Scheiße. Geh mal schnell hier hin. Verletzt. Oh, hier geht die Post ab, echt. Hier müssen auf jeden Fall die Wachen rein. Machen wir jetzt mal eben eine Razzia. Gefunden. 4 Messer. Gabeln. So, jetzt. Schraubendreher, Hammer, Gabel, Messer. Also es muss auf jeden Fall später in der Kantine muss auf jeden Fall dringend eine Wache sein. Und zwar permanent. So, 2 Gabeln, 5 Messer. So, nimm mal bitte deinen Schlagstock wieder. Ja, was ist denn da los? Schlagstöcke. Oh oh. Was ist hier hinten? Toilette, ach du Scheiße. So, Metallschaft. Oh oh, Feuerzeug. Oh ja, ja, die finden hier. Er ist immer noch verletzt, Freunde. Warum? Ach du Scheiße. Ey, hier geht's auch schon wieder ab. Er ist verletzt. So, dann geh du mal bitte. Wo sind denn hier meine... Ja, dann verarzte doch mal hier den Mortensen. Was ist denn los mit euch, ey? Kommt eben aus dem Quark, ey. Mann, ey. da ist schon wieder irgendwas. Ein Löffel. Komm. Ja, dann nehm ihn doch auch. Ey. Scheiße. Ja, also bis man hier mal echt ans Bauen kommt... Ja, Gott, man hat hier so viel zu tun. Wir müssen auf jeden Fall in der Kantine einstationieren und hier oben in diesem, in dieser Übergangszelle müssen wir auf jeden Fall auch jemanden stationieren. Ich denke mal, jetzt ist es wieder ganz cool. So, Fundamente, Beton. So, also wir machen eins leer. Schnapsflasche. Wo ist er? Da. Nimm das mal. Alkohol. So. Okay, so der Bray hier. Der alte Bray.
der hat hier schon wieder. Hat er hier schon wieder Schnaps gehabt? Bestrafung. 12 Stunden abriegeln. So. Freundchen. Das machst du nicht nochmal, ne? Und da sind Drogen. Medizin, nimm die mal schnell. Safety. Ja, ja, Freundchen, Safety hast du. Wenn du lieb bist, hast du Safety im Knast. So, der Brady, der wird abgeeskortiert. So, Durchsuchung noch voll im Gange. Ja, wir haben auf jeden Fall einiges gefunden. Und Freunde, man muss es dann wirklich auch auswählen und anklicken. Ja, wusste ich nicht. Deswegen 5 Messer und 2 Gabeln sind jetzt hier noch im Umlauf. Also natürlich hier aus unserer Küche mitgenommen. Das ist schlecht. Ja, wenn man eine Razzia macht, dann muss man natürlich auch gucken, wer findet was und was muss ich wo mitnehmen. Ein Rettungssanitäter, süß. Ja. Also anscheinend finden sie nicht mehr. So, sodass wir uns jetzt hier mal wirklich auf planieren. So, sodass wir uns jetzt hier wirklich mal auf die auf den Bau mit dem Bau beschäftigen können. Also einen lasse ich frei. Dann ist eine Zaun. 1, 2. Eine Zaun, eine frei. So, empfangen wir. Nein. Hier an. So, die Höhe war soweit ganz okay. Wir haben 2 Gänge. Ja. So, Durchsuchungsverändi ist ein Aufruhr hoch 10. Wie viel brauchen wir denn? 1, 2, 3. Also 1, 2, 3. Also alles, was mit 3. 3, also alles, was durch 3 teilbar ist. 30 dann theoretisch. 30 müsst ihr hinhauen. Mal ja auch erstmal. 29, 30. So. So, müsste passen. Okay. Zauntechnisch planieren bitte auch nochmal hier. So, das alles. Und dann machen wir hier Einrichtung. Quatsch, Materialien. Wo ist denn hier der Sicherheitswall? War auch geil. Wo ist denn hier der Zaun? Der war doch hier irgendwo. Wo war der denn? Nein, bei Materialien. Metall? Metall. Zaun, da ist er doch. So, machen wir hier. Zack. Zack. Und zack. So. Haben wir nämlich das. Dann können wir hier den Weg nämlich dann weiter fortführen später. Und dann auch die Zellen da drin ausbauen. Wir brauchen definitiv mehr Zellen. Und hier unten machen wir dann vielleicht so eine Übergangszelle. Ja, würde ich vielleicht sogar sagen. Nochmal so eine schicke, große Übergangszelle. Würde ich auch ganz gerne machen. Bauen Beton, wie viel Geld haben wir noch? 29.000 ist okay. Ja, wir müssen definitiv hier ein bisschen was an der Infrastruktur tun. So. So, dann knall ich da nämlich ganz einfach ein paar Betten rein. Und was ist hier los? Aufstand, ach du Scheiße. Alles abriegeln. Bitte. Alles bitte abriegeln. Ach du Scheiße, wir haben hier einen Aufstand. Oh Mann. Die drehen die gerade alle voll durch. Ach du Scheiße. Die machen hier die knallen die Tür kaputt, bewusstlos. Scheiße, habe ich hier irgendwelche Möglichkeiten?
Razzia. So, die drehen hier alle voll durch. Das gibt's doch gar nicht. Kann ich hier irgendjemand zur Hilfe rufen? Abriegeln. Ach du Scheiße. Ich kann hier auch nichts mehr machen. Bewusstlos. Brauchen wir denn jetzt hier meine Wachen? Wo sind die denn? Hausmeister. Gefangener ist verletzt. Ja, hoffentlich verrückt. Der hat einen Schlüssel geklaut. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Der rettet die jetzt alle. Ey, was eine Scheiße. Muss hier unten runter auf jeden Fall. Machen wir hier mal eben Türmodus offen. Geht nicht. So, jetzt komm. So, du musst auch auf jeden Fall. Hier mal eben Türmodus offen. Komm. Lass ihn raus da, die Wache. Ah, Scheiße. Komm. Geh da hin. Komm schon, geh da hin. So. So, jetzt mache ich auf jeden Fall mal ein bisschen Stress erst. Kann's doch nicht sein, ne? Ach du Scheiße. Überall Blut, alle verletzt. Alle Türen im Arsch. Hausmeister, ja, Hausmeister, komm. So, also, warum kann ich jetzt hier die scheiß Tür nicht auswählen? Dann geh du mal darüber und geht die Tür auf. So. Normal. So. Da rein musst du nicht, da ist aktuell alles in Ordnung. Eieiei. Niklas Wolf. Ach du Scheiße. Wir brauchen definitiv diese Krankenstation. Abriegeln. So, ich denke mal, es reicht, Freunde. Da haben sich, denke ich mal, hoffentlich alle beruhigt. So, ich mache jetzt hier erstmal eben. Du gehst auf die Wache. Du gehst auf die Wache. Du gehst auf die Wache. Und du kümmerst dich bitte um die Wache. Los. So, brauchen wir jetzt auf jeden Fall erstmal eine Krankenstation. Wo soll ich die denn hinpacken? Wie groß muss die überhaupt sein? Krankenstation. Ob ein Splitter im Daumen oder ein Fall im Knie, irgendwann landen sie alle hier. Innenliegend Krankenbett. Also ist das egal, wie groß. Okay. Machen wir die vielleicht hier oben hin. Würde ich sagen. So, machen wir auf jeden Fall hier oben. Betontechnisch fange ich dann auch schön auf der Höhe an. Was ist denn hier los? Was ist hier los? Verletzt, ja. Ihr sind doch hier schon alle unterwegs. Schon alle Sanitäter. Verdammt. Noch mehr kann ich doch hier nicht rausschicken. Du bist müde, ja, aber kümmere dich mal lieber hier um deine Wache. Interessiert mich gerade relativ wenig, ob du müde bist oder nicht. Und mach mal hier alle wieder fit. Verdammt, ruht aus, ruht aus, ja. So, wie sieht's hier hinten aus? Benötigt Eingang. Jo. Haben gerade leider aktuell andere Probleme. Genau. Du kümmerst dich schon um ihn. Du kümmerst dich mal um ihn. Du bist wo? Wo auch immer. Kümmer dich mal um ihn. Und du bist
Keine Ahnung, wo du bist. Kümmere dich mal um ihn. So. So, Personaltür. Türmodus normal. Ja, jetzt ist hier alles noch auf Open. Beschädigt. Ach du Scheiße, reparieren. Ist schon. Reparieren. Steht schon auf Reparieren. Die haben hier echt richtig Randale gemacht, Freunde. Also, die haben hier richtig Stress gemacht. Die Jungs, ich hoffe, dass die Putzkräfte hier, dass die Reinigungskräfte hier hinterherkommen. Reparieren ist schon ausgewählt. Wir sollten jetzt erstmal nicht zu viel bauen. Weil die Jungs ganz einfach hier erstmal mit dem mit dem Reparieren der ganzen beschädigten Türen und mit dem Instandhalten der Knastis erstmal klarkommen müssen. Oh Mann. Oh Mann. Unser erster Aufruhr, unser erster Aufstand. Herd. Steht der Herd denn richtig rum? Er steht richtig rum. Vielleicht sollten wir auf die andere Seite auch nochmal ein Spülbecken und noch einen Herd machen. Würde ich sagen. Definitiv noch ein Herd. Und ja. Ist er denn so richtig rum? Oder muss der. Ne, der ist so richtig rum. Der steht so richtig rum. Kühltruhe da passt. Mülltonne passt. Vielleicht können wir hier noch eine Mülltonne hinstellen. Abfalleimer. Warte mal. Wie ist der so? Aber ich glaube, dann kommen die da hinten nicht mehr dran. So. Dann nehmen bitte noch eine. So, dann sollte das von der Küche her ausreichend sein. Und Freunde, diese Runde ist auch beendet. Wir haben den ersten Aufstand überlebt. Wir haben es geschafft. Und ja, wir müssen hier definitiv erstmal alles reparieren. Aber egal. Alles läuft. Wir haben es geschafft. Wir sind noch am Leben. Gefahrenstufe ist hoch, natürlich. Wir sind im Knast. Und ja, ich freue mich, wenn ich euch in der nächsten Runde wieder begrüßen darf. Bis dahin, euer Björn1.